paar eigene Songs geschrieben habe, euch zu präsentieren zu können. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich gebe mein Bestes und danke Danny und alle, die mich eingeladen haben. Cool, als Sache, ey, und wir legen einfach los, ne, und tanzen. Jawohl. Dann fange ich, ich fange jetzt einfach mit Glaubenszauber mal an. Glaubenszauber. Warst du nicht ganz, sorry. Ich fange jetzt einfach mein Lied an, wo ich mal auf meiner CD habe. Meine neuen. Das heißt Hammer jeder. Verbinden wir uns mit der göttlichen Kraft unseres Herzens und aktivieren somit unsere göttliche Essenz und mit der Präsenz einer göttlichen Hand in uns begegnen wir uns immer wieder und mit der
der ganzen Schöpfung. Schöpfung! Amaio! Das war mein erstes Lied, Hammer jeder. Ist auf der CD auch vorhanden. Also ich habe auch CDs rausgebracht, wenn er, wer Interesse hat. Ne? Und ich wünsche weiterhin viel Spaß. Spaß dir. Oh. Erstmal aussynchronisieren. Ne? Synchronisieren. Wer ist für blinde Kampfeinsätze oder Liebe und vollkommene Zeit? Stimmt sich leider öfter. Alles kann so schön geschehen.
Wir hoffen es, oder? Dankeschön. Ihr seid nicht echt ein Lieb zu mir. Man erntet, was man sieht, ne? Die Resonanz. Weil es ja Wake-up-Friedensfestival ist heute, denke ich, ist blinde Kampfeinsätze. Ansagt der Song, blinde Kampfeinsätze. Was sollen all die Kampfeinsätze? Wisst ihr denn den Frieden nicht zu schätzen? Wieder gibt es Tote und Verletzte. Da hört doch wirklich jeder auf zu rätseln. Scheiß auf euch in eurem Gehetze, hört auf uns und unsere Sätze. Verkrampfte Gesetze, krankes Geschwätze, oh Menschheit, erwache, hör auf unsere Texte, oh weh, oh, viel zu viel Trauer, zu viele Tränen, weil sich die Leute nach einer Besserung sehnen. Gewöhnt man sich nie, doch dagegen anzukämpfen, gewöhnt man sich. Danke, freut mich.
Ich nehme es zu Herzen. Aber ich stoße schon mit euch an. Ist weit weg von mir. Ferner liefen. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Hey, oh, hey, oh. Mit dieser Gefühlsschwingung kann ich ganz halt mit Resonanz reden. Wollen wir einen positiven Song hören oder beides? Was habt ihr Bock? Positives oder Angriffssong? Angreifen? Was der eh nicht kann, das bringt der andere zusammen. Darum halten wir bald alle zusammen. Frisur nur, hey, so beieinander. Gehst du jetzt zum E oder zum anderen Friseur? Wie auch immer, ich würde ja auch gerne dazu gehören. Ja, zum E oder zum anderen I. Eine Gemeinschaft, wenn Master in F kann. Das bringt der Anna zusammen. Ja, das macht der E. Der E oder der Anna E. Denn dann ist alles wieder in Ordnung und okay. Denn dann ist alles wieder in Ordnung und okay. Steckst du mal in Schwierigkeiten oder tief in Schlamm? Bleib einfach ganz cool, ja, und denk daran, was der eh nicht kann, ist in der Anazam. Warum halt man denn nicht endlich alle einmal zahm? Denn was der eh nicht kann, das bringt der Anna zusammen. Ja, das macht der E, der E oder der Anna E. Denn was der E nicht kann, das bringt der Anna zusammen. Ja, das macht der E, der E oder der Anna E. Denn was der E nicht kann, das bringt der Anna zusammen. Yeah.
stimmt, oder? Ist doch so, oder? Eine Gemeinschaft, wir kommen alle von der göttlichen Quelle. Wir sitzen alle im selben Boot. Also gib Pfot. Gitarre hat genauso Schwingungsschwankungen wie ich ja selber, ne? Ich weiß nicht, so innen zu außen. Innerer Mangel erschaffen in außen, dann kommt es draußen. Auch Positivitäten sind ohne Zähne. So mit Glaubenszauber geht's wieder mal höher. Oder doch nicht. Die guten Geister, die ich rief. We'll be right back.
Ich danke euch. Die Zeit haben wir noch ewig wahrscheinlich, ne? Wir machen immer abwechselnd einen positiven, einen negativen. Den Rhythmus. Ich mache einen ziemlich neuen Song jetzt von mir, der sprengt die Ketten der Marionetten. Ja, das ist doch so, oder? Warum soll man es immer zu beeinflussen lassen und irgendeine Schiene pressen lassen, spalten lassen, manipulieren lassen? Lieber Bodenfass. Ja, freut mich echt voll. Okay, jetzt geht weiter. Spreng die Ketten der Marionetten. Oma alle Barmer geklaut. Ein Riff. Von den obszönen Mächtigen haben sie schon öfter mal gezeigt. Immer nur ein Hamsterrad zu laufen, ist ja unangenehm. Das wird ja alles wohl noch kommen, was muss man hier noch mit ansehen? Zu viel gefangen in der Matrix, ja in diesem scheiß System. Das ist alles zu extrem. Ja, die Wahrheit schreit immer mehr und mehr hier nach Gerechtigkeit. Es wird allerhöchste Zeit, dass man uns endlich mal befreit. Bring die Ketten der Marionetten und du die Wohnung.
Widerstand. Der Widerstand macht sich frei, die Bereitschaft macht Gerechtigkeit. Ich spiele jetzt einfach mal Glaubenszauber. Probier's. Noch eins für die Liebe, bitte. Thank you.
time. Ich visualisiere, alles wäre so klar. Ich kommuniziere mit der Liebe, alles ist wunderbar. Ich manifestiere Leichtigkeit, für mich steht nur noch das Gute bereit, weil man sich mit der Zeit immer mehr und mehr befreit. Liebe, vollkommene Zeit, bald ist es endlich so weit, alles kann so schön geschehen. Liebe, vollkommene Zeit, bald ist es endlich so weit, alles kann so schön geschehen. Das ist eigentlich ein ganz neues Lied. Für mich steht nur noch das Gute bereit, weil man sich mit der Zeit immer mehr und mehr befreit. In der vollkommenen Zeit, bald ist es endlich so weit, weil es kann so schön geschehen. In der vollkommenen Zeit, kurz spielen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust drauf habt. Dankeschön. Oder wollt ihr gleich noch was hören? Kurz Pause, 15 Minuten.